Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Need for Speed Hot Pursuit 2 auf der PS2. Und wir machen weiter mit dem Event 13 von der Weltmeisterschaft im Superrennmodus. Wir werden heute mal den Aston Martin V12 fahren. Auf dem BMW Z8 habe ich keine Lust. Und auf den Ferrari auch nicht. Obwohl, warte mal. Ferrari, der hat jetzt die Spider. Nee, Z8. Da könnte gute Straßennarre haben. Und der Aston Martin. Ah, ich glaube, ich werde doch den Z8 nehmen, weil ich glaube, der hat eine relativ gute Straßenlage. Und sieht wendig aus. Mal gucken, ob der jetzt ein Rennen ist mit 5 Runden oder so. Ah ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 Runden, alles klar. Wir haben also nach jeder Runde scheidet der Letztplatzierte aus. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob dieses Rennen hier auch, ja, dass jeder nach der letzten Runde ausscheidet und im nächsten Rennen dann weitergeht. Also wie wir in der letzten Episode hatten. Also wir müssen jetzt hier 5 Runden bestreiten und dabei Erster bleiben. Also ich werde jetzt schon natürlich versuchen, gleich die ganze komplette Feld zu überholen. Und ich merke gerade, der Wagen, der hat zwar gute Straßenlage, aber ist noch nicht so absolut ideal. Aber es sind doch einige Z8 unterwegs. Da haben wir die zweite Position erreicht. Und schon die erste schaffen. Ah, es ist schon deutlich schwerer, hier Erster zu werden, wie man sieht. Ja, bei den Koprennen, also gegen die Polizei, waren wir schneller Erster als wir dachten. Und jetzt hier dauert schon ein bisschen länger. Damit sind wir Erster. Und der Aston Martin, der ist natürlich wieder schön fix unterwegs. Jetzt werden wir hier dagegen fahren. Scheiße! Ah, Christian, du dummer Idiot. Das war natürlich die richtig scheiße Idee. Ah, fuck, Alter. Aber jetzt auch den letzten Zeltstadt nicht da, weil dann sind wir wieder am letzten Rennen, was wir in der letzten Episode gefahren haben. Also kämpfen wir uns wieder nach vorne durch. So ein Scheiß, ey. Ah, das sollte kein Problem sein. 3, 2, haben wir hier. Diesmal steht da keine Bullerei mitten zwischen den Bäumen. Und deshalb muss man den ersten Martin erwischen. Okay, vielleicht reicht der aus, wenn wir jetzt die Abkürzung fahren, dass wir da noch ein bisschen rankommen an ihn. Oh, Mensch! Ja, jetzt haben wir natürlich... War eine scheiß Kante gewesen gerade bei der Abkürzung, das ist natürlich nicht so schön gewesen. Also der Smarte, der ist ja wirklich ganz schön weit vorne, Alter, meine Fresse. Ich hoffe, dass wir den noch kriegen, ey. Da haben wir schon ein Stück aufgeholt. Da vorne fährt er. Ja, man sieht zumindest schon mal seine Rauchspuren vom Kurvenfahren. Das ist schon mal ein Zeichen, dass wir dicht dran sind, im Grunde eigentlich. Tatsächlich. Da ist er. Aber wäre natürlich jetzt da nicht hingefahren in die Kante am Steg, dann wäre er wahrscheinlich erst noch Erster gewesen. Oh, hier war schön den Sprung versaut, Mann! Alter, bleib doch mal hier! Mann, die dämliche Karre, Alter! Ich fand wenn wir doch keine gute Lösung. Das war wieder ran. Garantiert im letzten Moment wird es weg, wir garantiert wieder versauen, ey. Ja, die Kraft war nicht dagegen. Und wir holen jetzt schön auf hier.
Komm, Kollege, ich will dich kriegen. Das ist wirklich sein, die zu erwischen, Alter. Die Karre, Alter, BMW fährt die Kurve nicht optimal, Alter. So, erwischt. Na gut, fahr weit hier lang, das ist auch okay. Mann, Alter! Keine Chance, wir haben keine Chance mit dem Typen. Gut gemacht, du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Ja, bringt mir aber nichts, wenn ich hier... den Typen nicht kriege, ey. Alter. Ach, was ist auch mit der Handbremse hier? Aber das steigt halt auch das Risiko, dass der Wagen uns hier durchdreht. Komm schon! Lass mich dich erwischen. Alter! Mensch, der BMW, der fängt an zu tanzen, Alter. Gibt's doch ja nicht. Wieso krieg ich den nicht, Alter? Komm schon, jetzt Angriff, Christian. Holen dir! Alter, ich krieg den einfach nicht. Alter, Falter. Ist das eine zähe Drecksau, Alter. Fresse, ey. Boah, Junge, der hängt mir ganz schön im Nacken, der Kerl. Alter, kickt euch das an, ey. Boah, alter Falter. Jetzt kommt die mir jetzt irgendwie ein bisschen los hier vorne. Ne, bin ich nicht. Alter, was ist denn für ein Zählstück Scheiße, Alter? Gibt's doch ja nicht. Du hast einen neuen Rundenrekord erzielt. Meine Fresse, Alter. Gibt's doch ja nicht. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Die Karte, die zieht aber auch stark nach außen. Und, ey, das ist doch nicht wahr. Na klar. Und den Wichser noch mal kriege. Piss dich, Alter. Du gehst mir auf den Sender, aber richtig, ey. Meine Fresse, wo ich mir halt schon anstrengend den Kerl, Alter. Ich würde das sogar mein Verhängnis werden, so wird er mich bestimmt überholen. Oder auch nicht. Wow.
Oh, der ist vorbei. Wetten. Na klar, fuck you, Alter. Kannst du vergessen, ey. Der hätte jetzt wohl nicht mehr gekriegt, wenn er jetzt hingefahren wäre, weiter versucht hätte zu fahren. Okay, eine Runde noch. Ist aber auch ein zäher Hund, Alter. Der hätten nicht auf, Alter. Er gibt nicht auf, ey. So, mein Freund. Jetzt wird sich zeigen, wer von uns der bessere Fahrer ist. Ja, wahrscheinlich nicht Hiko. Ich hätte auch einen ersten Martin nehmen sollen, Alter, ehrlich. Wahrscheinlich würde mir der BMW hier an der Backe hängen. Huiuiui. Ah, diesmal versorgen wir den Sprung nicht. Alter, der Typ geht mir auf die Ketten, aber richtig, ey. Der ist eindeutig schneller als wir. Da kannst du das Ding machen, ey. So, ich speichere mal hier ab. Da kommt er wieder angerauscht. Alter Vater, wir haben es gleich geschafft. Sind wir noch durchhalten hier. Oh, komm, dass du mich jetzt nicht überholst, Alter. Von mir ist gerade mit drin, fast mir scheiße, ja, aber überholst du mich nicht, du Potsau. Was für ein zäher Drecksack, Alter. Wahnsinn. Beeindruckend. Du hast den Kalypso Coast Lab Knockout gewonnen. Wahnsinn, Alter, war der Ziel, ey. Rundenrekord für diese Strecke gebrochen. Boah. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Ein K.O.-Rennturnier. Machen wir jetzt noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Event 15, Belohnung keine. Sprintstrecke. Ja, fahren wir mal das Rennen hier noch. Fahren wir die Ferrari 360 Spider. Den können wir dann freischalten. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt nicht doch von dem Turnier... Ach ne, doch, wenn ich jetzt das 31. Turnier machen will, muss ich ja alle fahren. Also von A nach B, das schaffen wir in dieser Runde, in dieser Episode noch. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Da sehe ich gerade nichts, weil hier so viel Staub verwirbelt wird von den Fahrern vor uns. Nein. Das läuft nicht. So nicht. Oh, Hilfe, ihr nimmt mir die Sicht. Das hat jetzt so ein bisschen Outrun-Feeling, war? Da fährst du auch eine Ferrari durch die Gegend. Ah, so viele Ferraris hier gerade.
schon geil, Alter. Captain Fields aber gerade Outrun zocke, ehrlich. Wie geil, ey. Ja, spannend. Was schaffen die Erster zu werden? Wie zäh die diesmal sind. Nee, Kohle hier, das kannst du gleich mal knicken, weil weil fällt aus wie ein Bodennebel. Ich hab hier mal ab. Dann irgendwo sitzt hier die Einfahrt zur Mine. Fest, das bist du doch voll verhässlich. Ich war auch auf der linken Seite. Ach, da vorne wartet. Hier wartet. Genau. Danke, dass du mich jetzt, dass du mir geführt hast. Weil du mich geführt hast, oder wie immer. Dass du mich gezeigt hast, ne? Frauenfeuerisch, Assi-Deutsch. Dass du mich gezeigt hast. Die gibt mich auf den Sack. Ah, diesmal ist der Junge hinter uns hier ziemlich der zähe Sack. Ah, nicht den Baum mitnehmen. Ist die gefährliche Stelle hier. Da kannst du die Schlamme in die Bäume knattern. Das wollen wir natürlich nicht. Hat so richtig Bäume, aber so die mag so wieder nicht. Alter Falter. Jetzt hat meine Position verloren, wie das aussieht. Aber die Abkürzung hat den Janisch gebracht, wie das aussieht. Ne, überhaupt nicht. Fahren sie quer durch die Pampa und bleiben trotzdem hinter mir. Ja, auch nicht schlecht. Und jetzt ist hier, genau hier splittet sich jetzt die Strecke. Und jetzt wieder auf, eine alte, auf einen altbekannten Abschnitt. Würde mal sagen. Zwischenspeichern. So. Ah, folgt mir ruhig hinterher, ist okay. Aber bleibt halt hinter mir, ne? Das immer wieder Erster. Das waren ja waren auch ein ganz schön große Kurvenradius hier. Kommen wir 20 Meilen pro Stunde. Wir fahren über 160. Ja, das ist auch gut. Wir haben es ja fast geschafft. Wir machen hier ein Safe-Stat hier an der Stelle. Geh mal an, wie dicht das Ziel und der Start beieinander liegen. Das ist ja mal geil. Schade, dass man nicht so quer über die Map fahren kann. Also so Grafikbugs ausnutzen kann, wo man durch die Grafik quasi fährt. Dann würde ich mich gleich direkt zum Ziel hier fahren. Wir hätten schön aus lang fahren können. Die Säcke. Und ein bisschen konzentrieren hier. Ein bisschen zu ist, noch ein Stückchen. Vielleicht reicht es ja auch, dass wir nicht mehr den Self-Set laden müssen. Nö, das schaffen wir locker. Kein Problem. Jut, das haben wir geschafft. Damit wäre auch die Episode wieder vorbei von Need for Speed. Gemacht. Du hast den Ferrari 360 Sprint gewonnen. Ich speichere mal ab hier. So. Und dann würde ich sagen, wart mal für die Episode jetzt diesmal hier und im nächsten Dings machen wir dann weiter mit denen, wo wir keine Belohnung kriegen. Ja, wir haben ja die 15 noch, die 14.
müssen wir noch machen. Da kriegen wir eine Strecke freigeschaltet. Ja, und die 15 natürlich auch noch. Weil ich möchte alle Events mitnehmen, um hier später bei Event 30 natürlich hier den Event 31 freizuschalten. Das werden die letzten beiden Events für das Let's Play hier. Und dann haben wir, denkt man, Need for Speed auch geschafft. Gut, dann bedanke ich mich für Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.